Willkommen bei der Swiss Traders Money Show. Da HTTPS Daytrader Website, dort finden Sie die Disclaimer. Wir haben hier nur Beratung bzw. nur didaktische Ausblicke, keine Handelsempfehlungen. Handelsempfehlungen sind an und für sich schwierig, weil sie so zeitnah sein müssen. Und hier geht es ja vor allem darum, das zu verstehen, was das Grundprinzip ist. Schauen wir da nochmals den Jones im Stundenchart an. Wir sind da aus dieser Wolf Wave hier mit 1, 2, 3, 4, 5 rausgefallen, das ist die Ziellinie. Eigentlich sollte schlussendlich der Kurs mal herunterfallen. Wir haben hier ein symmetrisches Dreieck ausgebildet und haben das da immer, diese Trendlinie immer ein bisschen verlassen, aber nicht nachhaltig. Und ja, wir sind zurzeit gerade ein bisschen über dem VWAP und wenn das, ja, vielleicht ergeben sich da ein paar Short-Gelegenheiten, wir müssen aber auch aufpassen, das kann im Laufe von morgen nochmals hier raufgehen. Schauen wir hier noch schnell die Idee an, die ich da schon länger hatte. Ja, wenn ich da. Das ist der Keil, das ist die Ziellinie. Wir haben also die Ziellinie noch nicht erreicht, aber wir sehen ein stetiges Fallen, also trotz Fett. Und die Stimmung in den USA, die ist einfach durchaus sehr positiv. Man rechnet damit, weiß ich was, für Gewinnen und die Leute haben Geld in der Tasche, wo sie noch nicht ausgegeben haben und so weiter und so fort. Und dann spielt natürlich auch noch die aufkommende Inflation eine Rolle. Die Inflation inflationiert natürlich auch die Aktienkurse. Wir haben hier aber relativ auch nochmals zum Jones geringes Volumen. Also das ist auch sehr gefährlich, geringes Volumen. Das kann zu plötzlichen Ausschlägen führen. Dann der DAX, jetzt auch wieder über der 15,3. Da zum Kassadax nicht sehr große Differenz zwischen Schluss um 17:30 Uhr und durchlaufenden DAX. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht sehr viel machen lassen. Jetzt haben wir hier aber wieder eine Trendlinie gekriegt. Diese ergibt das irgendwas? Komischerweise eigentlich nicht diese Trendlinie hier. Das könnte wieder eine neue Wolf Wave sein. Aber mir scheint das nicht so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese neue Trendlinie, diese hier, zustande kam. Ich zeichne sie mal nach. Das könnte auch eine Wolf Wave sein, aber allerdings nicht sehr schön. Also eins, zwei, drei, ja, vier, fünf. Nicht, ja, irgendwie nicht so schön ausgebildet. Könnte aber auch dafür sprechen, dass es da wieder nach unten geht. Aber eben aufpassen, es könnte morgens, wie das gestern der Fall war, ziemlich hinaufgehen zuerst. Dann den
Kassadax, da ist auch nicht sehr viel sichtbar. Wir sind hier aber gestern ein Upgap und dann das Speed nach oben. Ich habe hier schon irgendwo in der Mitte geschortet und blieb aber drin und das gab dann einen schönen Trade hier nach unten. Hier habe ich dann wieder einen Teil verloren, weil das einfach nur hin und her gezickt hat, ohne deutliche Bewegung. Also da auch aufpassen. Dann der DXY, Gelddruckaktivitäten, nach wie vor da, also der US-Dollar-Index sehr tief. Da fast eigentlich, kann man nicht so bezeichnen, als da eine Wolfwave, eine bärische Wolfwave, 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie da wieder hinauf, aber das ist auch zu wenig schön ausgebildet. Aber Warnung ist, wir haben einen Keil nach unten. Und keine nach unten, die können sich immer nach oben auflösen. Also es kann durchaus sein, dass der US-Dollar mal wieder steigt und dann natürlich die Indizes drückt. Die 10-jährigen Anleihen, Zinsertrag da leicht steigend, das würde auch heißen, das würde eher für fallende Kurse sprechen. Dann Daimler wieder positiv. Und also da ist es über 1 gegangen. Sagt aber wahrscheinlich auch nicht sehr viel aus. Der SMI da nach wie vor in dieser Seitwärtsphase, der ist ein bisschen weniger stark beeinflusst von den USA, was man da aufpassen muss. Wir haben hier eine divergierende Trendlinien und divergierende Trendlinien können sehr bullisch sein. Also es kann hier auch wieder massiv nach oben gehen. Da natürlich auch wieder diese Trendlinien sehr gut beachten. Die sind immer Begrenzungen. Dann Bitcoin. Bitcoin immer noch nicht richtig bullisch. Die Erholung da vom 26. wird da wieder kassiert. Ich bin da jetzt also nicht so sicher, ob das wirklich weiter bullisch ist. Dann Gold. Gold auch nicht so richtig am Steigen. Aber trotzdem da also schon von VWAP her ziemlich stark gestiegen. Eigentlich Gold müsste, wenn es irgendeine Inflation gäbe, müsste eigentlich noch viel massiver steigen. Schauen wir Gold mal noch im Tageschart an. Gold ist eigentlich immer noch relativ tief. Ich weiß jetzt nicht, ob man da sagen kann, bei einer Goldanlage, ich bin ja da am Rumstudieren, ein Teil meines Bankguthabens in Gold zu wechseln, in physisches Gold, dass man annehmen kann, ja, weiter unter 1400. Ah nein, das geht sogar bis 1200. Ja, sogar bis 1000 kann es natürlich wieder runtersacken. Das wäre fast etwa 40%. Also man ginge da schon ein Risiko ein, aber eben. Das ist jetzt die Abwägung von Wahrscheinlichkeiten, was besser wäre. Gut, dann schauen wir noch Apple an. Ja, nach wie vor. Stark, aber wirklich nicht mehr auf den Allzeithochs. Boeing auch
nicht mehr so stark. Also das war ja sowieso viel, viel zu stark für die angeschlagene Firma. Dann noch den Yen, da Risikobereitschaft, da wieder nochmals den Stundenchart. Ist vielleicht ganz leicht am Steigen, das heißt, man ist wieder geneigt zu riskieren, etwas zu riskieren. Könnte, bin da aber nicht so ganz sicher. Also, ich würde wahrscheinlich heute im DAX, der ist relativ hoch, da vielleicht nach 9, da einen ein irgendwie diese Trendlinie hier oben als Short-Signal nehmen. Vielleicht Viertel ab 9, halb 10. Es könnte also jetzt durchaus sein, dass es da nochmals weiter ansteigt. Oder dass es hier ein Doppeltop gibt, das man shorten könnte. Long bin ich da nicht sehr sicher, ob das da noch nach oben kommt. Gut, also auch heute aufgepasst, wir haben geringes Volumen. Schauen wir da mal das Volumen an. Und es sind einfach, allenfalls ist fast keine Bewegung vorhanden. Gut, das war's bei Swiss Trader. Dann viel Glück beim Traden. Achten Sie auf den VWAP. Da noch ein Tipp. Immer gut auf den VWAP achten. Hier, wir sind drüber. Und denken Sie daran, dass der VWAP der meistbeachtete Indikator ist. Also Sie können darauf zählen, dass der VWAP von allen Zeiteinheiten beim Daytrading gleich gesehen wird. Und dann noch, ich habe hier den VWAP Standard Dev Bands V2, also wir haben hier die Standardabweichungsbänder. Und da ist es dann auch interessant, sobald der Kurs da in die zweite, dritte oder vierte Standardabweichung geht. Wenn ihr ganz nah beim VWAP ist, dann muss man einfach aufpassen, da ist nicht viel Bewegung drin. Gut, dann bis später bei Swiss Trader.